Klick auf, 11.12. Wie versprochen, heute Triebwagen in der Epoche 4. Und ja, da muss ich was erzählen. Es gab früher mal einen TT-Kalender. Naja, ich glaube, das waren irgendwie japanische Schnelltriebzüge. Die waren mal angekündigt oder irgendwie waren die jedenfalls mal drin. Und naja, wir Kinder haben ja keine Ahnung gehabt. Und wir hörten nur immer Carlex, 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 was ist das, Carlex? Ja, später wusste ich dann, ist der SVD, der Deutschen Reichsbahn, der nach Karlsbad fuhr und alle so einen bestimmten Namen hatte, wie Windibona und so weiter und so fort. Und ja, das war ein Zug. Da kam Otto Normalverbraucher nicht rein und bis heute ist mir das auch nicht gelungen. Aber es wird ja eine Einheit wieder aufgebaut. Das könnt ihr mal im Internet nachschauen und vielleicht auch mal was spenden, dass wir das vielleicht doch nochmal erleben, dass wir in so einem Zug mitfahren dürfen. Also für mich ist das der schönste Zug Deutschlands, muss ich mal ganz klar sagen. Gefällt mir wesentlich besser wie das Westpendant. Naja, ist auch egal. Jedenfalls sehen wir jetzt mal den Carlex und noch so ein paar andere Exoden. Den 173 gab es in 2 Exemplaren. Ja, die fuhren wohl in Hoyerswerda, also, aber live gesehen habe ich die auch nie. Ja, und wie immer, Schienenbusse LVD. Mit Panoramascheibe und mit dreigeteilter Scheibe. Das sind die Triebwagen in der Epoche 4. Und jetzt viel Spaß! So, ihr habt das. Das ist doch mal ein geiler Zug. Ja, und die 173er, wie gesagt, einer hatte so eine ausragende Front und einer war vorne glatt. Also, sie waren schon interessant, aber irgendwie haben sie sich nicht so richtig durchgesetzt, sonst hätte man ja mehr gebaut. Die Modelle sind ebenfalls alle von Kress und da gibt es nichts zu meckern. Wir hatten auch super Service, da waren ja die LEDs innen drin noch weiß und da hatten wir aber extra, gelb und wir wollten warmweiße drin haben und das haben die auch gemacht für uns. Also waren zwei Mann, die die bestellt hatten. Könnt ihr das mal vergleichen, die Fronten. Schaut hinten da mit der blendfreien Front und vorne der glatt.
die zwei Schienenbusse. Vorne der mit Panoramascheibe und hinten der mit dreigeteilter Scheibe. Ja, das Einzige, was mir da aufgefallen ist bei Chris, dass die ersten LVTs oder die Serien LVTs alle so ein helles Dach hatten. Also ich habe mir dann ja hier dunkle Dächer bestellt, das ging damals bei Chris alles hervorragend. Aber hier hinten, das ist der gealterte. Den gab es so und meinen Epoch 3, den habt ihr ja vor uns gesehen, den hatte ich dann mit dunklerem Dach gleich bestellt. Und hier der helle, so ist er eben im Original. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die mal so ein helles Dach hatten. Naja, ist auch egal. Das waren die Triebwagen in der Epoche 4. Und dann sehen wir uns am 12. wieder. Dann geht es wieder auf die Heilsstrecke Aue-Zwickau. Macht's gut, euer Daubruder. Bis zum 12.